Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja. Ich begrüße euch recht herzlich zum dritten und letzten Teil des heutigen Quarantäne-Streams. Der gute Nils stellt sich mit seinem Schwarzflügel-Deck meinem Gaia-Ritter-Deck. Ich bin mal gespannt, wie es dann ausgeht. Das sind ja beides effektiv OTK-Decks. Mal gucken, okay. Das dürfte interessant werden auf jeden Fall. Also schauen wir mal, was so passiert und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Fange ich aber mit Würfeln, ne? Jawohl. Nur 6. Und ich lege eine 8 darüber. Dann darfst du anfangen. Ui, fang ich mal an. Alles klar, dann auf ein gutes Duell, würde ich gutes sagen. Spiel. So, schauen wir mal. Ich aktiviere die Verlockung der Finsternis. Jawohl. Das ist okay. Das ist in Ordnung. 2 Karten. Mhm. Und verbanne dann ein finsternes Monster aus meiner Hand. Mhm. Wenn du das nicht kannst, dann wirfst du deine gesamte Hand ab. Kriegst das Morgengrauen. So. Das Morgengrauen, ja. Das ist voll das Grauen. Tja. Dann beschwöre ich Schwarzflügel außer den Südwind. Mhm. Aktiviere seinen Effekt. Der darf jetzt ein Schwarzflügelmonster, das im Banishpile liegt, so zurückholen. Uff. Das ist natürlich schon nett. Ja, das ist ganz cool. Mhm. Und er kann Keilzähmarken verteilen, indem man sich vom Friedhof so verbannt, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Auch einen schwarzgeflügelten Drachen, den du kontrollierst, und Keilzähmarken auf jedes offene gegnerische Monster, das keiner hat. Ja, okay. Ja. Gut, das wird natürlich nur mit dem Waffenmeister, ist interessant. Ja. Dann spezialbeschwöre ich Schwarzflügelbohrer den Speer. Mhm. Und Schwarzflügel Gerle den Wirbelwind. Die so. Volle Packung Schwarzflügel. Ja. Dun, 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 dun. Mach ich einen Link 2 Beschwörung, beschwöre den Überfall Raptor Weißer Kauz. Die auch direkt seinen Effekt. Ja. Da wird ein geflügeltes Ungeheuer der Stufe 4 von meinem Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Aber seine Effekte sind annulliert und das kann nicht als Linkmaterial verwendet werden. Ja, da habe ich ihn nicht vor. Na, das ist okay. Ein Bohrer. Da will jemand ordentlich bohren an meinen Lebenspunkten. Dann mache ich eine Ziehsbeschwörung bei einem Bohrers. Jawohl. Und beschwöre den Überfallraptor Kraftkauz. Aktiviere seinen Effekt. Mhm. Der sucht mir jetzt ein Level 4 gefügtes Ungeheuer auf meiner Hand. Mhm. Bohr. Und dann triggert der Weißtrix, wenn ich den Effekt aktiviere von einem Exis-Monster, was ich kontrolliere, ja. Darf ich mir eine Rank-Up-Spell aus meinem Deck setzen. Ja. Würde ich gerne die Seelenrasur-Kraft setzen. So. Dann beschwöre ich als Spezialbeschwörung Chris das Morgengrauen. Mhm. Und beschwöre Bora den Speer nochmal als Spezialbeschwörung. Mhm. Gehe ich mit den beiden in eine Zweibeschwörung. Mhm. Unit Carrier? Ja. Das Problem ist halt, normalerweise hätte ich halt den Zephyros noch. Der wäre halt, der hätte ich eigentlich durch den so beschworen, hätte ich im Friedhof vielleicht dann so zurückholen können, aber ich habe natürlich jetzt gezogen, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Einen Simok vor der Oberherrschaft. Jawohl. Aktiviere ich den Effekt von Transportverbund auf meinen Simok. Mhm. Und rüste ihn jetzt mit einem Monster mit dem gleichen Typ aus. Mhm. Oder der gleichen Eigenschaft. Genau. Dann nehme ich den Nebeltal Donnervogel. Mhm. Und tja. Dann aktiviere ich natürlich noch meine Seelenrasurkraft. Zahle die Hälfte meines Lebenspunkte und kann es an Überfallraubter Monster von meinem Friedhof zurückholen. Und ein Monster so beschwören, was 2 Ränge jetzt höher ist als das. Mhm. Ich gehe in den Cyber Dragon Infinity beschwören.
Ultra-Kugel-Modus und feuerfrei. Ja, das wäre natürlich jetzt krass, ne? Ja. Dann aktiviere ich noch den Effekt von Infinity und equippe den Transportverbot da dran. Mhm. Und während der Endphase aktiviere ich den Effekt vom Seamorg, weil jetzt 4 freie Zauberfallenzonen so bei mir sind, bei dir 5 sind 9. Mhm. Da habe ich ein Monster des Levels 9 oder niedriger aus meinem Decker Spezialbeschwörung. Geflügeltes Ungeheuer natürlich. Mhm. Nebeltal, Goldadler, Spezialbeschwörung. Alter Schwede, da legst du mir echt mal ein Killerfeld hin. Dann spiel mal da durch. Ra-Kugel-Modus und Feierabend. Ja. Oder Super Poli, wäre auch witzig. Dann entziehen wir doch erstmal eine Karte. Ja, was machen wir denn da? Ich denke, Chris noch auf der Hand halten sollen, ein bisschen zu viel. Ich habe halt irgendwie so gedacht, ich könnte ein Synchro machen irgendwie, aber naja. Tja, 4 machen kann ich da gerade echt nicht gegen. Alter Schwede. Das ist ein Bombenfeld. Triggert der nochmal während deiner Endphase? Ja, leider. Während der Endphase. Du kannst eigentlich bis Ungeheuer. Ja, krass. Mhm. Gut, was ich machen kann, weil du. Weil ich keine Monster kontrolliere oder weil du ein Monster mit 2300 oder mehr Angriffspunkten kontrollierst, kann ich meinen magischen Ritter Gaia als Normalbeschwörung beschwören, ohne Tribut anzubieten. Ja. Normalerweise dürfte ich jetzt, wenn er beschworen wird, noch einen Drachen der Stufe 5 aus meiner Hand oder meinem Friedhof beschwören, aber das spare ich mir ehrlich gesagt mal, weil das sowieso nicht wirklich durchkommen würde. Hm. Das wäre so ein bisschen witzlos. Deswegen werde ich jetzt einfach mal nur in die Battle-Phase gehen und dann einfach mit meinem magischen Ritter Gaia einfach mal deinen Chris einfach mal angreifen. Für 400 Punkte Schaden. Ja. Der kann sonst nichts, ne? Sonst kann der leider nichts, nein. Ja, dann machen wir das auch einfach folgendermaßen. Ich werde einfach mal noch 3 Karten verdeckt setzen. Und dann erstmal an dich abgeben. Sehe ich. Mhm. Und dann aktiviere ich den Effekt von Infinity, würde gerne den ausrüsten mit meinem Infinity. Mhm. Ich hätte den Effekt gar nicht machen, der Endphase, ne? Nee, vergessen. Ja. Nee. TV Schwarzwimmelwind. Mhm. Schwöre Sephiros als normale Schwörung. TV Effekt. Da können wir jetzt den Schwarzflügel suchen mit weniger Angriffspunkten. Mhm. Ja, für nächste Runde, ne? Blizzard. Gibt es noch eine nächste Runde? Weiß ich nicht. Ich sehe gerade nicht so viel Land. Battleface, würde ich sagen. Ja. 1-6. Spiegelkraft. Negate. Ja, mit dem Block, also da komme ich halt nicht durch. Also von daher, das sind dann erstmal 2700 Punkte von dem, da ist erstmal die 1600 von Sephiros, dann die 2,7 von dem Goldadler. Dann die 2,4. 2,4 von unserem Simorg. Ja. Und dann nochmal die 2,7 von dem Cyberdrachen Unendlichkeit und dann ist es auch schon vorbei. Eiskalt abserviert. Alter Schwede. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass meine Starthand doch ein bisschen ungünstig war. Okay. Ja, das kann schon echt ein bisschen was. Also. Ja, das ist richtig. Natürlich jetzt anfällig gegen Sandtrips und so weiter, ne, aber. Also wenn ich jetzt 3 Spiegelkräfte auf die Kette gelegt hätte, dann wäre ich noch vorbeigekommen. Aber ansonsten... Hätte ich ja negiert, immer mit dem Vogel. Ja, du musst aber erstmal warten, bis der Vogel sich wieder beschwören darf aus der Hand, der Donnervogel. Also ja, der Trigger trägt. Wenn ich aber 3 auf die Kette lege, dann kommt der... Ach so, auf die Kette. Ja, so. Das kann ich ja machen. Auf die Angriffsdeklaration kann ich aber 3 mal Spiegelkraft aktivieren. Okay, hätte ich 1 Gate, 2 Gate, aber dann der dritte wird durchkommen. Richtig. Ja. Okay. Naja, oder wie gesagt, Ra-Kugel-Modus hätte auch geregelt. Ja, auf jeden Fall. Mir auseinandergenommen. Ja, dann hoffe ich mal, dass du mich jetzt in diesem Spielzug mal oder diesem Duell ein bisschen mitspielen lässt. Ja, was nicht? Nein. Wir sollen anfangen. Ich habe so die Befürchtung, wenn ich nicht anfangen lasse, dann spiele ich wieder nicht mit. Also von daher. Schwierig. Jetzt anfangen dann. Ich lasse dich aber trotzdem nochmal anfangen. Oh. Also ich hoffe einfach mal darauf, dass du eine kleine Brick Hunt hast. Ich
weiß auch nicht, wie konstant dein Deck letzten Endes ist. Sehr konstant. Aktiviert die Verlockung der Finsternis. Ja. Ziehe zwei Karten. Mhm. Verbanne ein Finsternismonster. Dann normal schwöre ich Schwarzhügel Vayu, das Emblem der Ehre. So kein Ultimate Rare. Schnieke. Schwöre ich Orshia zur Spezialbeschwörung. Mhm. Und Gale und. Gale, ja. Gale der Wirbelwind. Synchro Shokan. Synchro 4, Herold des Bogenlichts. Link 2 Beschwörung. Mhm. Was spielst du? Welchen Effekt? Ja. Ich schwör mir Flügels Ungeheuer Level 4 aus dem Deck und diesmal auch den Sephiroth, den ich gerade so gezogen hatte. War natürlich blöd. Kann man ja nicht so speziell beschwören. Passiert schon mal. Ich bohre noch ein Spezialschwung. Mhm. Lagere die beiden. In den Kraftguards, hat hier so einen Effekt. Ja. Tapp Sephiroth. Suche mir jetzt ein Level 4 Monster. Flügel des Ungeheuer. Finsternis. Finsternis. Was bei Schwarzflügel quasi alles ist. Ja, das wollte ich gerade denken. Ja, eh. Ich habe eigentlich erstmal genug, deshalb suche ich mir einen Backup für die nächste Runde. Suche mir den Auster. Mhm. Der ja einen aus dem Banishing Pile zurücksuchen kann, also zurückspecialen kann. Also in dem Fall den Orshi. Genau. Dann triggert der natürlich. Mhm. Der setzt mir die Rank up. Ja. Die Seelenrasurkraft. Mhm. Da aktiviere ich den Effekt von Sephiroth. Mhm. Bounce den Gale. Special Ingrid wieder. Ja, die 400 Schaden wollen wir natürlich nicht vergessen, ne? Ja, genau. Denke ich. Der ideale gefühlte Hunger ist ja egal, ne? Den und den weg. Mhm. Carrier. Dann die in den Zimok. Mhm. Aktiviere ich einen Effekt auf Simok. Mhm. Und dann. Sephiroth habe ich gemacht. Ach, ich habe die vergessen. Jetzt habe ich nochmal die Hälfte Lebenspunkte, ne? Mhm. Also von 7, 6, vielleicht noch der 8. Ja. Dann während der Endphase Effekt. Und ich kann den sogar von der Hand beschwören. Mach. Alter! Lässt du das mal sein? Du wolltest ja nicht anfangen. Ah, dann ziehen wir doch erstmal eine Karte. So, dann schauen wir doch mal. Ich aktiviere jetzt erstes mal meine Landform und möchte mir gerne eine Spielfeldzauberkarte suchen. Würde ich gerne negieren. Okay. Den gerne bouncen und dann aktiviert seinen Effekt. Ich darf einen Spezialschwung schauen. Ja, das ist in Ordnung. So, dann gucken wir mal, dass wir so ein bisschen dein Feld vielleicht brechen. Zumindest ein bisschen vielleicht. Dann rufe ich mal als Normalbeschwörung. Gaia, zorniger Ritter, Ursprung. Diese Karte kann ich als zwei Tribute für einen Krieger behandeln. Außerdem kann ich jeden der folgenden Effekte von dem nur einmal pro Spielzug verwenden. Ich kann ein Monster der Stufe 5 oder höher von meiner Hand auf den Friedhof legen und dann diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, wenn ich wollte. Und während der Battle-Phase kann ich diese Karte von meinem Friedhof verbannen und ein Monster auf dem Spielfeld werden, dessen Angriffspunkte sich von seinen Grundangriffspunkten unterscheidet und seine Punkte wieder auf die Grundangriffsstärke runtersetzen. Okay. Oder hochsetzen, je nachdem, wie es halt gerade so ist. So. Dann möchte ich gerne als erstes mal in die Battle-Phase jetzt eintreten. Ja. Und dann klatsche ich dir erstmal den Donnervogel vom Spielfeld, damit du diesen Infinite Loop nicht mehr benutzen kannst. Schade. So. Dann aktiviere ich in der Main-Phase 2 mal meinen 3-G-Key und möchte gerne meine Feld leer putzen. Möchte ich gerne den Effekt aktivieren von Infinity. Mhm. Dann annullierst du den.
Gut, dann mache ich als nächstes Folgendes. Ich aktiviere meinen galoppierenden Gaia. So, während der Battlephase kannst du keine Effekte mehr aktivieren, solange diese Karte draußen liegt. Außerdem darf ich einmal pro Spielzug dir entweder ein Gaia-Ritter-Monster vorzeigen, also ein Gaia-zorniger Ritter vorzeigen, oder einen Drachen der Stufe 5 und das jeweilige Gegenstück dann aus meinem Deck auf die Hand nehmen. Soweit klar? Ich werde auch die Aktivierung, den Effekt von Gold abfragt, wenn ihn bounce und ja. Zerstören. Mhm. Dann habe ich den zumindest auch erstmal kurzzeitig vom Feld. So, ja. Jetzt darfst du spielen. Jetzt darf ich spielen, aber mit den zwei Karten, die ich jetzt gerade so auf der Hand halte, ist das nicht ganz so gut möglich. Tja, dann werde ich meinen Spielzug fürs Erste beenden müssen. Den Angreifen? Nein, du hast den schon. Habe ja schon mit dem, ich habe dann noch vorher schon vom Feld geputzt. Denke ich diesmal dran. irgendwas, ne? Simon. Mhm. Vajum-Friedhof. Marschöre ich den Auster, aktiviere seinen Effekt. Mhm. Odorosche zurück. Ja. Aktiviere seinen Effekt. Wir können den dranhängen. Mhm. Der ist 5. Haha, jetzt kann ich eine Level 10er Synchro-Beschwörung beschwören und dann meinen Schwarzflügel Panzermeister beschwören. Uff. Der ist unaffected von allen Karteneffekten. Mhm. Und wenn ein Effekt aktiviert wird, gehe ich da jetzt Calcium-Marken auf Monster. Mhm. Und ich kann einmal so pro Runde ein Monster klauen, jetzt mit einer Calcium-Marke. Und während der Endphase zerstört er oder kann er alle Monster so zerstören, die Calcium-Marke tragen. Mhm. Ich kann auch Auster vom Friedhof verbannen und Calcium-Marken verteilen. Optional, ja. Wir können was ausrüsten vom Deck, ne? 2, der ist 1 und 3 sind. Genau, was habe ich, ne? Ja. Flimmsum hast du noch voll, ne? Ich habe noch voll, ja. 3, 4, 3, 6, 3. Das, was ich beschwören kann. Das sind jetzt schon mehr als genug Punkte. Ja? 1000, 3, 4, 6, 4, ja. Angriff. Ja. Also alle Tropensturmangriff. Gut. Ja, dann schätze ich mal, dass ich das dritte Duell wohl anfangen soll, damit ich zumindest ein bisschen zeigen kann, was das Deck so sonst noch so drauf hat. Ja. Das Problem ist halt nur, ich kann zwar alles hinlegen, was ich will, aber du klaust mir dann effektiv alles runter. Ja. Na, wir gucken mal. Schade, schade. Ja, gegen so ein Deck mache ich echt nicht viel. Also wenn du mir zu viel in die Gates hinlegst, also da muss ich wirklich sowas wie kein dunkler Herrscher mehr oder solche Sachen halt hinlegen. Hm. Dann kann ich vielleicht mitspielen. Ja, oder halt Nibiru, ne? Oder Nibiru, ja. Nibiru zwischendurch kassiert ist auch vorbei. Ja, ja, ja. Ja, das ist halt gerade die wesentliche Schwäche von meinem Deck. Also zumindest muss ich da vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass ich das Deck in nächster Zeit auf irgendwelchen größeren Events halt spielen wollen würde. Ja, welche Events, ne? Naja. Gut, dann fange ich das dritte Duell einfach mal an, damit ich vielleicht noch ein bisschen mitspielen darf und mich nicht erst durch 15 Negates durchspielen muss. So, dann gucken wir doch mal. Ich aktiviere als erstes mal mein Landform, um mir eine Spielverzauberkarte zu suchen. Das. Ich gehe nicht davon aus, dass du irgendwelche Aschenblüten in deinem Deck drin hast. So, dann suche ich mir den galoppierenden Gaia mal. Die wird wahrscheinlich auch direkt, ne? Also du kannst einen austauschen, ne? So war das. Ich zeig dir quasi einen vor und kann das Gegenstück dann mehr oder weniger halt suchen. Also entweder ein Gaia-zorniger Ritter. Monster. Also ich aktiviere erstmal jetzt meinen Ursprung, meinen galoppierenden Gaia. Dann zeige ich dir Gaia-zorniger Ritter Ursprung vor und darf mir jetzt einen Level 5 Drachen von meinem Deck auf die Hand nehmen. Ja. So, und da nehme ich mir Drachenfluch, der verfluchte Drache. Wenn der Kollege beschworen wird, dann darf ich meine Hand eine Zauber oder Falle vom Deck auf die Hand nehmen, die Drachenmeister Gaia im Text erwähnt, und sollte er auf den Friedhof gelegt werden, darf ich einen Drachenmeister Gaia wählen und die Effekte von allen Monstern, die du kontrollierst und die schwächer sind als der Gaia, annullieren. So, und ich darf jeden Effekt noch einmal pro Spielzug benutzen. So, ich kann tatsächlich nicht besonders viel machen, das ist eigentlich schade. Ich hatte gehofft, ein bisschen mehr zeigen zu können. Gut, ich trenne mich von meinem Drachenflug der verfluchte Gaia und rufe Gaia zorniger Ritter Ursprung als Spezialbeschwörung. Okay.
Dann werde ich jetzt noch zwei Karten verdeckt setzen. Ja. Macht jetzt was im Friedhof? Nee, ne? Jetzt erstmal nicht, nein. Also wenn ich halt noch einen Meister Geier hätte, könnte ich jetzt ein bisschen was von dir annullieren, aber so im Moment leider kann ich jetzt nicht viel machen. Deswegen werde ich jetzt an der Stelle wohl meinen Zug einmal beenden müssen. Okay. Gut, dann aktiviere ich als erstes mal in deiner Draw-Phase meinen Ruf der Gejagten und möchte gerne Monster vom Friedhof zurückholen. Ja. Nämlich den Drachenfluch, der verfluchte Drache. Dann aktiviere ich auch seinen Effekt. Wenn er beschworen wird, darf ich meine Zauberfalle suchen, die Drachenmeister Gaia in ihrem Text erwähnt. Ja, gönn dir. Dann suche ich mir die Spiralfusion. Die kann überall fusionieren? Oder? Die kann ein Drachenfusionsmonster beschwören mit Monstern von Feld oder Hand. Ja. Und wenn ich einen Drachenmeister Geier beschwöre, dann wird seine Angriffspunkte um 2600 erhöht und er darf 2 Angriffe gegen Monster durchführen. Okay. Also eine kleine OTK-Maschine. Ja. Dann darfst du weitermachen. Ich beschwöre Schwarzflügel außer den Südwind. Mhm. Kann natürlich jetzt leider kein Monster so zurückholen. Ah, würde ich natürlich gerne, so, aber so ein Pech aber auch. Ja. Beschwöre ich als so Spezialbeschwörung Schwarzflügel gehalten Wirbelwind. Kann seinen Effekt aktivieren. Ja. Und den halbieren. Gut, dann hat er noch 1000. Dann schwöre ich noch einen weiteren Galgenwirbelwind. Aktiviere seinen Effekt, halbiere deinen zweiten Monster. Mhm. Link 2. Mhm. Weiß Stress, aktiviert seinen Effekt. Mhm. Da, wo ist der Sephiroth? Da ist er. So. Rang 4. Mhm. Aktiviert seinen Effekt. Mhm. Suche ich mir sucht er sich so Zeug. Schwarz wie Chris, das Morgenbaum. Mhm. Grauenhaft. aktiviere ich. Dann tue ich natürlich. Mhm. Setzt die Rank ab. Die Seelenrasurkraft. Oh. Spielst du wahrscheinlich nur einmal und es wäre doof, wenn du sie auf der Starthand hältst, ne? Genau. dann spiele ich Wiedergeburt. Mhm. Oder geh zurück. Mhm. Aktiviere den Effekt. Ja. Wer hat mehr, den habe ich dann noch machen. Autsch. Hat er nur noch 500 Punkte. Das ist nicht so viel. Special Day ich Chris. Ja. Jetzt kommt der große Zug. Wobei, halt stopp, du spielst keine Züge. Deswegen kann kein großer Zug kommen. Simok. Vor der Oberherrschaft. Ich mach mal. Oh, warte mal. Oh, Sephiroth. Sephiroth-Effekt. Mhm. 400 Punkte Schaden. Ja. Alles gerade. Special Inrik wieder. Mhm. Effekt. Verlier ihn nochmal. Das macht Spaß, ne? Ja, ist cool. Interessant, mal was anderes. Ja, natürlich. Ein Empfänger oder ein Nicht-Empfänger-Monster. So, wenn er beschworen wird, ein Schwarzflügel-Material dabei war, wird er auch als Empfänger behandelt. Und einmal pro Spielzug kannst du Karten. Autsch! Ja, aktiviere seinen Effekt. Ja, dann darfst du eine Karte zerstören. Effekte zerstören. Ja, das ist nicht ganz so tragisch. Das ist nur die Spiralentladung. Okay. Dann aktiviere ich die. Mhm. Weil die hätte man Lebenspunkte.
hole den Raindropter zurück und leg Infinity oben drauf. Das finde ich halt so richtig frech, dass du einfach sowas draufpacken kannst. Ja, dann aktiviere seinen Effekt. Mhm. Wer ist stärker? Der. Aber der hat auch keinen Effekt, wenn er zerstört wird oder so, ne? Der macht nichts, ne? Ja, tausche ich mit dem. Mhm. Ich mal den anderen immer nur halbiert. Das war jetzt noch kleiner. Battleface, würde ich sagen. Ja. Der hat wie viel? 400. 400, ne? Angriff? Ja, verliere ich 1500 Punkte. Dann nochmal 2,6. Mhm. 2,4. Autsch. Oh, was nur noch 1,5. Ich wollte. Ach. Naja, soll ich angreifen? Oh, willst du noch eine Runde spielen? Was soll ich gegen das Feld machen? Also legst du mir gleich noch irgendwie. Ich wollte halt die noch aktivieren gleich, aber. Ja, ich nein, wollte den schwarz geflügelten Drachen nein, noch beschwören. Quäl mich nicht. Okay. Ja, schade. Da unterliegen die Ritter dem Geflügel an der Stelle mal. Ja, hat nicht sollen sein. Ja, also gegen so ein unfassbar krasses Feld kann man einfach mit Geierritter nicht viel machen. Außer man hat zufälligerweise gerade ein paar Nibirus oder andere solche Boardbreaker zur Hand. Ja. Also, Schwarzflügel, noch eine mächtige, gefährliche Macht. Also, legt es euch gerne mal zu, falls ihr es nicht gerade parat habt. Das war das dritte des heutigen Quarantäne-Streams. Danke, Nils, für den Support gerne. Heute. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann zum nächsten Quarantäne-Stream am nächsten Samstag wieder um 14 Uhr, also zur gewohnten Zeit hier auf twitch.tv/traderonlinevideo. Macht's gut!